So, moin moin und hallo, heute auch mit meiner wunderbaren Stimme im Hintergrund. Heute backen wir Lembas Elbenbrot aus Herr der Ringe und ihr werdet sehen, ich habe die Sahne vergessen, was sich auf das Endprodukt auswirkt. Dann viel Spaß beim Video. Für das heutige Rezept braucht ihr folgende Zutaten. Eingeschlagenes Ei, 300 Gramm Mehl, 125 Milliliter Milch, 4 Esslöffel Schlagsahne, 1 Esslöffel Zucker oder auch 2 und 6 Esslöffel weiche Butter. Mehl und Butter packt ihr zusammen in eine Schüssel und knetet das Ganze dann, bis ihr eine Masse habt, die sich so ein bisschen anfühlt wie Knete. Einfach Teig. Und das Kneten erspare ich euch. Wenn das Ganze dann fertig ist, sieht es so aus und dann packt ihr den Zucker noch dazu. Als nächstes brauchen wir die Milch. 125 Milliliter. Und ein Ei. Das Ei hauen wir in die Schüssel und die Milch kommt dann hinterher. Das Ganze wird dann vermischt, am besten mit einer Gabel zerschlagen. Wer faul ist, kann es auch im Mixer machen. Die Mischung kommt dann zu unserem fertigen Teigbollen mit dazu. Und ganz wichtig ist, dass ihr ein bisschen was davon übrig lasst, weil wir damit nachher die fertigen Lembas bestreichen, bevor sie im Backofen kommen. Habt ihr das dann hinzugefügt, wird der ganze Teig nochmal geknetet. Das sieht dann so aus. Und dann ist er bereit zum Ausrollen. Das Ganze macht ihr dann wie beim Plätzchenbacken auf einer mehligen Fläche. Und rollt das Ganze dann anschließend mit dem Nudelholz aus. Circa 1 bis 2 cm dick. Anschließend schneidet ihr dann aus dem Teig Formen aus, wie ihr wollt. Ihr könnt die Lembas gestalten, wie sie euch belieben. Ich habe sie jetzt quadratisch gemacht, so wie sie auch im Film zu sehen sind. So sehen dann meine Lembas aus. Ich habe noch solche Bruchkanten versucht reinzudrücken mit dem Holzlöffel, wie sie auch im Film zu sehen sind. Zum Schluss kommt dann noch das Eier-Milch-Gemisch drauf. Das wird dann schön verstrichen. Dann kommen die Lembas in den Ofen bei 175 Grad bis 200 Grad Ober-Unterhitze oder bei Umluft. Die Lembas bleiben für ca. 15 bis 20 Minuten im Backofen. Wie ihr bei den hinteren sehen könnt, da habe ich noch Rosinen mit in den Teig gemischt, zum Probieren, wie das schmeckt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, auch wenn es nur 15 Leute sind. Bis dann, meine pelzigen Freunde.